Richtig, also die SAE ist da drüben, Kapfix, ganz einfach zu merken hier, nördlich Meteorstraße. Machen wir erstmal eine Klappe, okay. Der Musterschüler, die erste. Ja, Venusstraße, nicht schlecht. Brauchen wir eigentlich die Klappe? Wir arbeiten noch mit dem Timecode, oder? Ja, können wir es lassen. Was ist hier mit dem Gesicht? Ist da der Kontrast? Meint ihr wirklich? Okay. Also, das Licht wird nachbearbeitet, ja? Das macht ihr alles über After Effects, oder? Okay, ich verlasse mich auf euch. Den Kopf da drüben, direkt neben dem Wagen von den Sponsoren. Okay, du machst das schon, gut. Was ist eigentlich mit dem Ton? Wir sind hier direkt unter einer Einflugschneise. Es ist auch, und hier hinten, Jupiter kommt, ja, ihr, okay, also da habt ihr die Audio-Leute, ja? Gut, alles klar. Und der Hintergrund, ja, den pixelt ihr halt, nicht mit Mathe. Okay, jetzt gehen wir mal rüber zum Set. Gut, ich stelle jetzt eben mein Filmteam vor. Der rechts ist für die ganze Ausstattung zuständig und für alle Materialien, für absolut alles. Der ist die ganze Zeit im Laufen und der ist, man glaubt es nicht, aber er ist der Stärkste. Der mit der Klappe, machen wir die Klappe. Der macht immer nur die Klappe und muss aufpassen, dass er sich die Finger nicht einklemmt. Na, Klappe. Und außerdem hätte sie falsch rum. Flitzebogen, das ist klar, das ist Blocking. Der macht für Security und passt auf, dass hier keiner durch den Set läuft. Der Fußballer ist für die Freizeit zuständig, da ist die Schauspielerin auch noch schon. Und sie ist der kommende Filmstar, die ganz links steht. Man, Britney Spears, ihr kennt Britney Spears, ihr kennt Madonna. Aber, ja gut, ihr werdet auch von ihr noch etwas hören. Okay, Klappe. Ich sehe nichts, wieso sehe ich nichts? Brille ab, ja, Brille. Ich sehe immer noch keinen Text auf dem Teleprompter. Kann mir da jemand mal was? Stellt bitte den Teleprompter ein. Ja, ist das ein heißer Lärm hier? Ja, jetzt ist es. Meine Damen und Herren, wir empfangen heute hier an der SAE Berlin eine der größten Hoffnungen der europäischen Filmwirtschaft. In wenigen Minuten wird auf dem Flughafen Tegel unser neuer Schüler eintreffen, Herr Jürgen Georg Helmut Hoppmann. Cut. Ist das überhaupt mit der Schule abgesprochen? Wir können ja gar nicht den Namen der SAE missbrauchen oder so. Also Storyboard. Erst das Bild hier, dann Tele auf, dann kommen hier die, die Wellen werden gerendert oder Titelanimation 3D Max. Spielen wir mal kurz 3D Max ein. Wann kommt denn? Vielleicht mal kurz. Ja, mach mal den Countdown. Okay, gut. So, jetzt bitte Ruhe, höchste Konzentration. Herr Hoppmann wird hier gleich in dem Flugzeug, er wollte eigentlich abspringen. Wer hat hier sein Handy angestellt? Ich hab gesagt, Ruhe am Set! Meins. Wieso meins? Wieso sagt mir das keiner? Ja, Herr Hoppmann, ja, Sie kommen nicht mit dem Flugzeug, Sie kommen mit dem Kohlenschiff. Kohlenschiff, jawohl. Wir sind etwas unter Druck. Sie haben Ihre Prüfungsabfahrt fantastisch gemacht, aber dass Sie fürs Rendern, jawohl, ist, nein, wir haben nichts dagegen, dass Sie es über unser Nest, nein, es macht nichts, ich weiß, Wien und München, London oder so, ja, Sie brauchen den Platz zum Rendern, aber es sollten nur 2 Tage brauchen und unsere Schüler können jetzt schon seit 4 Monaten nicht mehr einen Computer, nein, ich habe überhaupt nichts dagegen, ich eile, jawohl, ich komme, wir müssen rüber. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in der großen Blue Box von SAE Berlin. Es ist alles hinten fake, alles rein animiert, bis auf ein Kollegenteam, was da hinten arbeitet. Sie merken, wie groß dieser Raum ist und wir warten jetzt jederzeit den Anruf von Herrn. Übrigens, die ganze Animation, diese Wellen, das ist alles von ihm und Sie sehen schon, das ist einfach großartig, was er so macht und so weiter. Ja. Nein, man braucht mich nicht darauf hinzuweisen, es ist mein Handy, ist klar. Ja, Herr Hoppmann, ja, nein, die Animation, die sind gut geworden, die Wellen. Nein, Sie wollen doch lieber, ja, gleich SAE Australien, doch, ja, es
kein Problem. Ihr könnt da hinten abbauen. Ja, sie wollen im Surfbrett reinreiten und da doch, wir sehen, dass die Computer dort schon die Festplatten gereinigt sind und frei sind und Kängurufleisch, ja, am Barbecue, am Strand. Wir bereiten alles vor. Sie sehen, die SAE Berlin ist perfekt, kümmert sich um jeden Schüler. Was bedeutet SAE? Hat das was mit Horoskopen zu tun? Nein, glaube ich nicht. Es ist, ja, gut, das ist...